unglaublich. Aber an all diesen Schönheiten fahren tatsächlich viele achtlos vorbei auf ihrem Weg zum Bodensee. Willkommen zu unserer Expedition in die Heimat. Heute sind wir im Heger unterwegs und es gibt jede Menge zu erkunden und zu entdecken. Und das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Wir treffen einen Starregisseur. Wir suchen eine Bonbon-Manufaktur. Wir schauen einem der besten Schnapsbrenner der Welt über die Schulter und. Und das ist unsere Reiseroute. Wir besuchen heute den bekanntesten Vulkan, den Huan Dwiel. Sind in Singen unterwegs, staunen in den wunderschönen Gärten von Hilzingen und treffen in Aigeltingen zwei absolute Genussmenschen. Unsere Expedition endet in der Narrenstadt Stockach, dem Tor zum Bodensee. Ich bin hier auf der berühmtesten Ruine im ganzen Hegau, dem Hohen Dwiel. Die Einheimischen sagen auch Hondes. Und gleich treffe ich den hiesigen Naturschutzwart Heinrich Werner. Heinrich Werner ist Naturschutzwart und das mit Leib und Seele. Auf der größten Burgruine Deutschlands kennt er jeden Grashalm und Hallo. Liebt die Natur am Hohen Dwiel wegen ihrer Einzigartigkeit über alles. Herr Werner, Sie sind jetzt 20 Jahre hier schon Naturschutzwart. Was wollen die Leute denn hier sehen außer der Burgruine? Warum kommen die her? Ich muss immer wieder staunen, wenn Leute zum Beispiel sogar bis aus Hamburg kommen und hier recht gut informiert sind, welche seltenen Pflanzen und Tierarten sie hier finden. Und natürlich ist allein auch die Optik, wenn man das sieht, diese Kiefern, die hier oben stehen, die haben den Lothar 1999, wo über 300 Stundenkilometer schneller Wind hier gemessen wurde, überstanden. Und man sieht also hier, die sind richtig wetterfest. Und natürlich sind auch hier etliche Pflanzenarten, die gerade so in den Alpen vorkommen, haben hier während der letzten Eiszeit hier oben überdauert. Und diese Raritäten, ich denke, die sehen wir noch eher im Felsen. Heinrich Werner zeigt mir die botanischen Besonderheiten, die auf dem Vulkanschlot zu finden sind. Bergsteinkraut. Traubensteinbrech und das niedrige Habichtskraut. Was ist denn das Hübsches hier, das Blaue? Oh, das ist hier der Natternkopf, der hier blüht. Wenn Sie da genauer hinschauen, der kommt wie eine Zunge raus, also aus den Blüten. Und das hat dieser Pflanze den Namen gegeben, Natternkopf. Ist nicht gefährlich, also es beißt nicht. Ist auch nicht giftig, also von daher. Ist aber sehr hübsch. Aber optisch sehr schön. Und blüht noch. Und blüht noch, ja. Um 1800 wurde ja diese Burg hier von den Franzosen belagert. Sie wurde aber nie eingenommen. Und nach einer Übergabe mit der Bedingung, dass sie nicht zerstört werden sollte, haben sich die Franzosen da aber nicht dran gehalten und haben dann zwischen 1800 und 1801 diese Burg hier zerstört. Solche Bilderbuchtage, unten Nebel, oben strahlender Sonnenschein, erlebt sogar er nur ein-, zweimal im Jahr. Diese einzigartige Vegetation ist nur durch eine intensive Beweidung möglich. Ohne Schafe und Ziegen würde alles überwuchern. Ja.
Dr. Hubertus Both bewirtschaftet die landwirtschaftliche Domäne Hundwil. Er hat einen Schäfer im Einsatz, der mit 600 Schafen und 40 Ziegen im Dienste des Naturschutzes unterwegs ist. Ja, die Beweidung mit Schafen und vor allen Dingen mit Ziegen dient dazu, die Landschaft offen zu halten. Sonst würde einfach alles zuwachsen mit Schlehe, mit Hartriegel, mit Robinie. Und zweitens natürlich auch, um diese kräuterreiche Vegetation zu erhalten, weil die Schafe nicht so arg fressen. Und dann haben wir einfach eine kräuterreiche, blütenreichere Vegetation hier am Hundwil. Der Hohentwiel hat einfach viel zu bieten. Zum Beispiel die höchsten Weinberge Deutschlands. Bis auf 560 Meter Höhe ziehen sich die Rebstöcke den Vulkan hoch. Das Privatweingut Vollmeier ist hier seit vielen Jahren ansässig. Urkundlich erwähnt war der Weinbau im 9. Jahrhundert bereits am Hohentwiel. Im Zusammenhang mit dem Kloster St. Georg. Und wo es natürlich Mönche gibt, gibt es auch Wein. Und so war das hier am Hohentwiel auch. Das ging bis ins 17. 18. Jahrhundert. Dann kam die Reblaus, die wurde von Amerika eingeschifft und hat die kompletten Rebbestände hier auch am Hohentwiel vernichtet. Der Opa von meinem Mann war im Ersten Weltkrieg auf dem Hohentwiel als Funker in der Gaststätte untergebracht. Und da hat man natürlich recht viel Zeit. Dann hat er geguckt, was im Speicher ist. Und da fand er ganz viel Literatur und Bücher über Wein. Und er war Weinliebhaber und Sommelier. Und er hat gesagt, das wäre sein Traum. Er möchte hier an Hohentwiel wieder zurück und hier Wein anpflanzen. Er hat dann von der Stadt Hüttlingen die Gaststätte gepachtet. Er hat sie bekommen und hat somit wieder 1923 die ersten Weinstöcke an Hohentwiel angepflanzt. Wir sind sehr experimentierfreudig und daher haben wir nicht nur Grauburgunder, Spätburgunder und Chardonnay, sondern auch die Sorten Sauvignon, Auxerrois und Cabernet. Der Hohentwiel ist zwar der bekannteste, aber eben nur einer der insgesamt 9 Hegau-Vulkane. Sie sind durch Feuer, Eis und Wasser geformt worden. Matthias Geier ist Geologe und ein Fachmann in Sachen Vulkane. Er findet aus wissenschaftlichen Gründen einen ganz anderen Vulkan besonders interessant. Ja, von dieser Stelle haben wir einen wunderschönen Blick auf den Hohen Krähen. Das ist dieser Vulkanschlot, der hier etwas vorwitzig in die Achniederung hineinragt. Und die Form des Hohen Krähen ist ja perfekt, so wie man sich einen Vulkan vorstellt. Komplett symmetrisch, und das liegt daran, weil der Rheingletscher hier beim Vordringen in dieses Gebiet die weichen Gesteine rund um den Vulkanschlot abgeraspelt hat, mit der Kraft des Eises. Und was jetzt noch übrig geblieben ist in der Landschaft, das ist eben der Vulkanschlot aus dem harten Phonolithgestein. Was gibt's da, Herr Geier? Wir sind jetzt hier im Gebiet vom Hohen Krähen, an einer Stelle, die bekannt ist für die sogenannten Lapilli. Das sind diese runden Kügelchen, die in dem Gestein drinstecken. Und die sind im Schlot gedreht worden und mit großer Geschwindigkeit ausgeschleudert worden. Hinter uns, das ist der Mägdeberg. Das ist eigentlich der größte und eindrucksvollste der Hegau-Vulkane. Sieht jetzt aber gar nicht so aus. Nein, aber es ist auch verdeckt für unseren Blick, weil das, was den Mägdeberg gefährlich macht, sein 400 Meter durchmessender Schlot, der ist uns verborgen, im Untergrund verborgen, weil die Tuffe, die Weichen, diesen Schlot noch umhüllen. Ach so, also die anderen sind freigelegt und genau. Der ist noch zugedeckt. Genau, und der ist noch zugedeckt.
Weg vom Zauber der erloschenen Vulkane in die Hegau-Hauptstadt, nach Singen, zu einem echten Star-Regisseur. Und bitte, so, Action. Ich komme jetzt. Action, ja, Entschuldigung. Und Sie gehen jetzt nach rechts. Bisschen anfassen, genau, jetzt komme ich hier einmal so rum, außen rum. Jetzt komme ich wieder zurück. So. Checken mit der Kamera. Ja, ein bisschen interessierter gucken. Ob ich jemals hier so gelegen bin, weiß ich nicht. Genau, und jetzt neben die Figur legen. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Okay, das war schon gut. Und wie war ich jetzt so? Na, für den Anfang lasse ich sie durchgehen. Okay, oder? Ja, so das zweite Semester bei mir im Studium. Das haben Sie zwar noch nicht gesehen, das ist wahrscheinlich auch besser so. Aber lief das denn früher so ab, als Sie hier mit der Super 8 umlaufen? Wir waren spontaner. Ja, nicht so sehr direktiv. Sie haben damals schon ein bisschen Direct Cinema gemacht, so diese Art beobachtende Kamera, dokumentarisch, was wir so getrieben haben. Mit dem Oscar wurde Pepe Dankwart vor 20 Jahren für seinen Dokumentarfilm Schwarzfahrer ausgezeichnet. Guten Tag, Fahrscheinkontrolle, Ihre Fahrscheine bitte. Danke. Okay. Sozialfall. Von wegen. Die wollen alle nicht arbeiten. Fahrscheinkontrolle, Ihren Fahrschein bitte. Der Neger hier hat ihn eben aufgefressen. Mhm. Danke. So eine blöde Ausrede habe ich auch noch nicht gehört. Hat sich denn vieles verändert jetzt, seit Sie den Oscar bekommen haben vor 20 Jahren? Also auf Dauer hat sich schon einiges verändert, ja. Das ist ja quasi so wie ein. Wie so ein Stigma, ne? Das hat man fürs Leben und das ist einfach. Ist aber ein schönes. Ja, das man kann gut damit. Ja, also die Bürde ist natürlich und die Erwartungshaltung natürlich schlagartig nach oben gegangen. Sozusagen, man muss dann quasi liefern, was man vorher aus dem Verborgenen herausgeschaffen hat. Also der schöpferische Prozess war plötzlich öffentlich und das war dann am Anfang auch nicht ganz so einfach, aber man auch gewöhnt sich auch daran. Aber Sie sind ja irgendwann weggegangen. Aussingen, ja. Weil es Ihnen da nicht mehr gefallen hat. Na, ist ja klar. Mit 18, als ich mein Abitur machte hier, dann bin ich weggegangen. Ich wollte raus. Ich wollte in die nächstgrößere Stadt und das war Freiburg. Da bin ich dann auch hingekommen. Und als auch das mir zu eng wurde, bin ich nach Berlin gegangen. Als Wasserratte war man hier immer auf die Brücken gegangen, runtergesprungen. Wie jetzt? Da sind Sie hier reingehüpft? Ja. Und dann haben Sie sich da treiben lassen? Das ist die A. Es ist saukalt, oder? Das war immer arschkalt, ja. Es war die Zeit, als man sich Jeans kaufte, die waren noch nicht stonewashed. Die hat man sich dann angezogen, ist dann in die Ach gegangen und dann sind sie schön eingegangen und dann war... Und nie wieder ausgezogen. Und dann nie wieder ausgezogen. Das war die Zeit, wo man seine Jeans in der Ach sozusagen selbst stonewashed. Heute ist Pepe Dankwart nur noch selten zu Besuch in Singen, dafür aber auf der ganzen Welt unterwegs. Aber auch bei diesen Reisen kann er seiner Heimat irgendwie nicht entkommen. Wegen eines ganz bestimmten weltberühmten Produkts Made in Singen. Wo immer ich in der Welt war, ob im Süden Pakistans oder in Nordamerika, man bekommt die Würze. Maggi, immer ein kleines Stück Heimat dabei. Maggi ist seit über 125 Jahren in Singen. Der Schweizer Unternehmer Julius Maggi kam hierher, um den Zoll zu umgehen und schuf damit Arbeitsplätze und Wohlstand in der Stadt. Herr Trahr, Sie sind Werksleiter bei Maggi. Wie kam es denn eigentlich zu dieser wahnsinnigen Erfolgsgeschichte von Julius Maggi? Julius Maggi hat den Mühlenbetrieb von seinem Vater in der Schweiz übernommen. Und er hat natürlich in der damaligen Industrialisierung gesehen, dass die arbeitende Bevölkerung in den Fabriken unterernährt war, vor allem an Eiweiß unterernährt war. Und seine Idee war, diese arbeitende Bevölkerung mit Eiweiß zu versorgen, das auch bezahlbar war. Also Fleisch war damals sehr teuer, das ging natürlich nicht. Und durch seinen Mühlenhintergrund kam er dann auf die Idee, sogenannte Leguminosen, das sind Hülsenfrüchte, zu mahlen und zu trocknen
Und die sind sehr eiweißreich. Das waren dann praktisch die Vorläufer der heutigen Suppen. Diese Maggi-Flasche ist ja auch also unverwechselbar. War das auch die Idee von Julius Maggi? Ja, er hat die Maggi-Flasche jetzt schon seit über 125 Jahren in der Form gelassen. Er hat sie natürlich damals geschützt. Wir haben sie nicht mehr verändert. Er war, wenn man es genau nimmt, einer der ersten Markenartikler, der natürlich auf solch eine Ikone gesetzt hat und den Wiedererkennungswert natürlich für ganz wichtig gehalten hat. Gilt für heute auch noch wie damals. Also wenn Sie heute einem Kunden die Flasche blind in die Hand geben, wird er zu 99% sagen, das ist eine Maggi-Flasche. Übrigens, der Julius Maggi heißt nicht Maggi, sondern Julius Maggi. Im Ernst? Sein Vater Italiener war, seine Mutter war Schweizerin, aber in der Schweiz wird es auch heute noch immer Julius oder Maggi genannt. Maggi? Maggi, ja. Also ich weiß ja nicht, ob Maggi in Deutschland so erfolgreich wäre, oder? Ja, in Deutschland hat sich Maggi eingebürgert, aber in der Schweiz, wenn Sie über die Grenze gehen, würden Sie von allen hören, dass es sich um Maggi handelt. Ein Traum fürs Auge, aber vor allem für die Nase. Der Syringa Duftgarten in Hilsingen. Eine aromatische Symphonie. Oh, das riecht nach Gummibärchen, oder, Herr Dietrich? Ja, ich habe sie so getauft, weil sie eben so nach Gummibärchen riecht. Stimmt, da steht ja auch Gummibärchenblume. Das ist eine Pflanze aus Chile und habe ich vor vielen Jahren von einem Kollegen Samen bekommen mit dem botanischen Namen Cephalophora aromatica. Und in dem Namen hört man ja, da hat irgendwas mit Aroma zu tun. Habe die dann angepflanzt und war ganz gespannt. Normalerweise duften die Blätter und habe dann an den Blättern gerochen und da war ich enttäuscht, die riecht ja gar nicht. Da kam mir der Name noch mal durch den Kopf, Cephalophora, das hat was mit Kopf zu tun. Und dann habe ich eben an den Blütchen gerieben und dann war die Gummibärchenpflanze geboren. Ging es mit der auch los hier mit Ihrem Duftgarten? Nein, die habe ich vielleicht seit 5 Jahren, habe ich die, das Thema Duft beschäftigt mich schon seit 87, also eine ganze Weile. Und damals hatte ich das Buch gelesen, Das Parfüm. Oh. Und das hat mich so fasziniert, nicht wegen der Frauen, die da... Die umgebracht werden, ja eben. Sondern wegen der schönen Beschreibung der Provence und der Landschaft. Und bin dann danach hingefahren und habe angefangen, Pflanzen zu sammeln. Ein Jahr später habe ich ein Buch geschrieben über Duftpflanzen. Und dann eben daraus ist dann die Duftgärtnerei entstanden. Ist denn eigentlich nicht so ein Duftgarten mehr was für Frauen? Haben Sie mehr Frauen hier? Schon mehr Frauen, das ist richtig. Und das Faszinierende bei den Düften ist, dass eben Männer manche Düfte anders wahrnehmen als Frauen. Das ist ganz verrückt, habe ich bei einer Pflanze entdeckt, und zwar bei dem Muscatella-Salbei. Ich habe dann gesagt, schauen Sie mal, wie toll das riecht hier, so balsamisch, zitronig. Und da habe ich gemerkt, dass die Frauen gucken mich ganz entsetzt an. Das riecht doch nicht gut, das stinkt nach Achselschweiß. Und dann haben wir noch eine Pflanze, eine Pelargonie. Da ist es genauso für die Männer angenehm. Ich kann Ihnen mal sagen, was Frauen so erzählen. Die eine sagt Beichtstuhl, die andere sagt Katzendreck, die andere sagt vollgemachte Windel. Oh, lecker. Und an eine Dame werde ich mich erinnern, die roch so dran. Männer, sagt sie so ganz spontan. Hier gibt es das Highlight, Herr Dietrich. Ja, ich zeige Ihnen das gleich, was ganz Besonderes. Probieren Sie doch mal. Oh, lecker.
Nach was riecht Schokolade? Das? Ja, Volltreffer, genau. Oh. Ist einer unserer vielen Schokoladenpflanzen. Die riecht jetzt, wie gesagt, nach Vollmilch. Dann gibt es Zartbitter, können wir auch bieten, die Schokoladen-Cosme. Dann haben wir eine Iris, die riecht ebenfalls nach Schokolade. Und beim Schokoladendüften gibt es natürlich auch Ostblock-Schokolade, können wir auch bieten. So viele Unterschiede. So viele Unterschiede im Schokoladenduft. Aber essen kann man die nicht, schmeckt nein, nicht. Nein, die ist schade. Unsere neue Diätpflanze, nur dran riechen. Ja. Also Sie haben jetzt so viele Blumen und Blätter, die so lecker riechen. Gibt es auch so was richtig Ekliges hier? Ja, wir haben eine richtige Stinkerecke eingerichtet in unserem Duftgarten. Aber da werde ich Sie nicht begleiten, dürfen Sie selber anschauen oder riechen. Thea. Alter Geißbock. Alter Fisch. Im kleinen Ort Hilsingen lohnt sich auch ein Besuch im Bürger- und Bauernmuseum der Stadt. Hier kann man hautnah erleben, wie die Menschen früher gearbeitet, gelebt und gewohnt haben. Und natürlich erfährt man auch einiges über den Bauernkrieg. Der nahm nämlich in Hilsingen einst seinen Anfang. Wir haben endlich unsere Forderungen von Teigen. Immer her, steht jeder. Paragraph 1, wir wollen den Pfarrer selber wählen. Ja! Und wir wollen keine Leibeigenen mehr sein. Ausgerechnet während der berühmten Hilsinger Kirchweih erhoben sich im Oktober 1524 die Bauern gegen ihre Herren. Das blutige Ende ist bekannt. Nach 9 Monaten des Kampfes wurde im Juli 1525 der Aufstand grausam niedergeschlagen. Und wieder ist Hilsingen Schauplatz eines historischen Ereignisses. Weiter geht es zu Otto Puchstein. Er ist ein Mann, der die Abgeschiedenheit mag und ein leidenschaftlicher Sammler skurriler Dinge. Das ist der größte Schatz seiner Sammlung, die Heilig-Grab-Kapelle, eine begehrte Pilgerstätte. Sie ist im Inneren ein Nachbau des Heiligen Grabes in Jerusalem. Als Otto Puchstein vor rund 50 Jahren Grundstück und Kapelle erstmals besichtigte, wusste er sofort, das wird meine neue Heimat. Hallo, Moin. Moin. Auch eine Art, sich im Hegau fortzubewegen. Mit Annelie Falk und ihren Packziegen. Seit 5 Jahren bietet die Tierpflegerin solche Wanderungen an, die besonders für Familien ein Mordspaß sind. Ich möchte euch erstmal herzlich begrüßen bei uns heute. Wir machen heute einen Ausflug mit unseren Ziegen, mit unseren Packziegen. Und bevor ich die Ziegen vorstelle, gibt es ein paar wichtige Sachen, die ihr beachten müsst. Am allerwichtigsten ist es eigentlich, dass ihr die Ziegen nicht füttert, weil ich möchte keine Bettelziegen haben. Bei der Größe ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn die einem dann so in die Tasche steigen, besonders wenn man so kleine Kinder dabei hat. Jeder darf sich seine Ziege aussuchen, bekommt eine Bürste in die Hand und macht das Tier sauber. Kontaktaufnahme, das ist ganz wichtig. Die Taschen werden gepackt, die Sättel übergelegt und los geht's.
Kennedy, woher kommt das eigentlich mit den Packziegen? Also ganz, ganz früher hat man Packziegen eingesetzt, auch im Orient. Die Wiederentdeckung sozusagen war in Amerika. Da ging es auch darum, dass man schweres Gepäck in ganz große Höhen transportieren musste. Und da sind Mulis auch nicht mehr weitergekommen. Und dann hat man sich überlegt, ja, die Ziegen sind kräftig und dann hat es auch funktioniert. Rumpel, sind kräftig, wuff. Ja, Rumpelziegen habe ich. Und wie bist du drauf gekommen? Wieso ausgerechnet Ziegen? Ich bin da drauf gekommen, weil ich Ziegen schon immer ganz tolle Tiere fand. Und sie sind einfach sehr intelligent. Und ich habe dann einfach gesagt, Menschen, Tiere und Natur näher bringen, es geht halt einfach praktisch, wenn man das sowas machen kann, wenn man draußen läuft, ja, und die Leute auch dafür begeistert. Es heißt nur, aufpassen, denn die Ziegen machen vor nichts und niemandem Halt, wenn es ums Futter geht. Nicht mal vor dem Kamerateam. Das ist nicht so einfach hier mit dem Sieg. Sehr schwierig. Eine wunderschöne Wanderung. Vor allem, weil die Hegauberge ständige Wegbegleiter sind. Unsere Expedition wird jetzt wirklich geheimnisvoll und gruselig. Am Aachtopf, dem unterirdischen Verbindungsstück zwischen Donau und Rhein. Die Aachquelle ist ein Tummelbecken für Höhlenforscher. Sie vermuten hier über 100 Kilometer Höhlengänge und versuchen immer wieder, das Geheimnis der Aach zu lüften. Besonders mutig sind die Freunde der Aachhöhle. Sie gehen regelmäßig auf Spurensuche. So, Tobias und Raphael, wie viele Höhlen habt ihr denn schon so entdeckt? Viele. Viele? Ja. Also 10 oder 100? Oder? Ja, das Entdecken ist nicht die Sache. Die meisten Höhlen sind schon entdeckt. Das Erforschen der Höhle an sich, das ist das, was es ausmacht. Eine neue Höhle zu entdecken, die vorher nicht bekannt war, ist auf der Schwäbischen Alb wirklich selten. Die zwei großen, wichtigen Fragen, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist, wo kommt das Wasser her und wo fließt es hin, oder? Ja, ein großer Teil kommt von der Donau, ungefähr 60%, 40% aus dem eigenen Einzugsgebiet. Ein großer Teil kommt hier raus, aber auch noch bei verschiedenen Nebenquellen. Und es gibt Hinweise, dass ein Teil von dem Wasser irgendwo hingeht, wo man nicht wissen, wo. Und das wollen sie natürlich herausfinden. Bei ihren Erkundungen teilen sich die Forscher auf in eine Tauchergruppe und eine Höhlengruppe. Und mit der steige ich jetzt in eine Höhle, die gerade frisch erforscht wird. Das ist alles ganz schön eng und klamm hier. Wir haben hier eine Höhle entdeckt vor vielen Jahren und die Höhle hat etwas Besonderes, denn die Eiszeit hat hier so viele Sedimente, man sieht es da drüben, hat es lauter Lehm, hat die Höhle zugemacht bis oben hin. Und wir holen jetzt wieder den Lehm, den Dreck, die Sedimente raus, natürlich nur so viel, dass wir durchkommen und erweitern so die Höhle. Wie viele von den Eimerchen schafft ihr denn pro Tag? Also wir machen die Höhle ja nicht in einem Zug, sondern peu à peu. Immer wieder machen wir Arbeitseinsätze, treffen uns am Abend mit 3-4 Leuten und dann werden die Eimer gefüllt. Der hier beispielsweise ist ein 12-Liter-Eimer. Wenn der gefüllt ist, wiegt der so um die 20 Kilo. Ja? Und davon machen wir pro Abend vielleicht 40, 50 Stück.
Also Höhlenforschen ist bestimmt was ganz was Tolles, aber für mich leider nicht. Ich habe kein Höhlenproblem, ich habe ein Höhlenproblem. Ich kriege echt Angst, ich muss hier raus. So, wo ist meine Lampe? An und tschüss. Ich brauche erstens frische Luft und zweitens etwas, das mich wieder aufbaut. Bodenseebonbons zum Beispiel. Oh. Bodenseeapfelschorle ist ja so die Spezialität, Simone, oder? In eurer Bonbon-Manufaktur. Wie viele Sorten habt ihr hier? Also im Moment bis zu 60 Sorten, aber im Normalfall übers Jahr gesehen so zwischen 30 und 40. Was gibt's denn also alles? Bodensee-Apfelschorle? Natürlich ganz wichtig der Apfel, weil wir einfach ein Apfelland sind. Dann sämtliche Obstsorten, nicht nur heimische, sondern auch die Südfrüchte. Und dann natürlich mit Gewürzen gespielt. Unendlich viele Kombinationen sind möglich, also je verrückter, umso besser. Oh, riecht das gut. Ran ans Bonbon machen. Zuerst wird der Zucker gekocht und auf eine Steinplatte gegossen. Farbstoff kommt auch noch dazu. Dann wird der Zucker gezogen, damit das Bonbon die gewisse Leichtigkeit bekommt. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Simone. Das ist super lustig. Sehr dünner jetzt da. Ist das schön? Vor 9 Jahren hat Christoph Keller die Stehlemühle gekauft. Der Kunstbuchverleger wollte hier eigentlich nur seinen Verlag unterbringen. Aber dann kam alles anders. Er wurde zu einem der besten Schnapsbrenner der Welt. Die Edeldestillate, die er in der Stehlemühle herstellt, haben so ziemlich alle Preise gewonnen, die es gibt. Christoph, du warst doch eigentlich Verleger. Warum hast du denn deinen Job aufgegeben und hast dann angefangen, Schnaps zu brennen? Ja, es hatte zunächst mal familiäre Gründe. Wir haben einen Verlag gehabt in Frankfurt und sehr viel arbeiten müssen und hatten 2 kleine Kinder und wollten einfach so ein bisschen unser Leben verändern, auch ein bisschen mehr mit Natur und in der Natur leben. So sind wir hierher gekommen. Und dann war das tatsächlich einfach so, dass kurz nachdem wir eingezogen waren, der Zoll vor der Tür stand und sagte, Herr Keller, Sie haben hier mit dem Hof ein Brennrecht übernommen. Wollen Sie das behalten? Und dann haben wir gesagt, ja, schon. Und dann hat der Zoll gesagt, dann müssen Sie auch brennen. Denn diese traditionellen landwirtschaftlichen Brennrechte, die verfallen, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gebrannt wird. So kamen wir dazu. Ja, und woher wusstest du das alles, wie das funktioniert? Ich meine, man fängt ja nicht einfach mal so an. Doch, tatsächlich. Ja? Ja. Man fängt erst mal so an, aber dann ist es eben als Verleger, liest du dann erst mal sehr viele Bücher, guckst bei Kollegen und besuchst ein paar Seminare. Ich habe mich da sehr eingearbeitet, das wurde dann auch schnell zur Leidenschaft. Und es ist manchmal ein Vorteil, wenn eben kein Vater dabei steht, der sagt, du musst es so machen, wie man es schon immer gemacht hat. Weil man dann eben noch mal ganz anders an verschiedene Dinge rangehen kann, auch viel experimentieren kann und das so ein bisschen anders machen kann. Was ist denn das hier zum Beispiel? Wird das auch gebrannt? Das wird auch gebrannt. Das ist ein Zierapfel. Das ist jetzt ein Red Sentinel in dem Fall. Ein Zierapfel ist deswegen so interessant, weil der sehr nah am Wildapfel, am Urapfel dran ist. Das ist eben eine von den speziellen Sorten. Ich habe hier noch ein bisschen was mitgebracht. Das ist eine Mispel, das sind Vogelbeeren, Schlehen natürlich. Und das ist eine Kornellkirsche, die kannst du mal probieren. Die schmeckt wirklich. Super. Auch so. Ja, schmeckt auch so, ist ein bisschen säuerlich. Das zeichnet die Kornellkirsche aus, ist aber wirklich lecker.
Ah, säuerlich, ja. Säuerlich? Säuerlich ist ja wohl ein Witz, boah. Ja, also Kornelkirsche, in Österreich heißt die Kornelkirsche Dirndl. Ja, weil sie so ein bisschen aussieht wie ein Dirndl von der Farbe her. Deswegen, mhm. Und das ist was ganz Besonderes. Wir brennen aber auch Traubenkirschen und Baobab und Zitrusfrüchte und ich muss gerade überlegen, Speierling, Elsbeere, Mehlbeere, Aronia, also alles, was eben ätherische Öle hat und charakteristische Aromen hat, lässt sich destillieren. Und das macht eigentlich auch den Witz aus bei Edelbränden. Es geht nicht immer nur um die Klassiker wie Williamsbirne, Zwetschge, Mirabelle, sondern auch eben um so Spezialitäten. Ja, jetzt sind wir hier im Reifekeller. Hier reifen die hochprozentigen Alkohole, so wie sie aus der Anlage kommen, so wie sie destilliert werden. Und die Reifung ist ganz wichtig bei destillierten Alkoholen. Und je älter, umso besser, oder wie ist das? Ja, das kann man eben so leider nicht sagen. Das ist einer der Mythen über Schnaps, die so nicht stimmen. Also im Gegenteil, es ist ein bisschen so, ältere Brände sind so ein bisschen wie ältere Menschen, das heißt gelassener, in sich ruhend, harmonisch, ein bisschen altersweise. Denen fehlt aber auch oft das, was die Jugend auszeichnet, nämlich Esprit, so ein paar Spitzen, Kraft und die ganze Aromatik, das nimmt eben auch im Alter ab. Deswegen, da unsere Kunden sehr viele Experten sind, stellen wir immer jüngere Brände ein. Wir haben auch eine Reihe mit älteren Bränden, aber eigentlich sind die jungen Brände die besseren. Bei diesem zauberhaften Anwesen handelt es sich um Schloss Langenstein. Es gehört Axel Graf Douglas. Er hat auf dem Gelände vor Jahren einen riesigen Golfplatz bauen lassen und damit ein wahres Schmuckstück erschaffen. Graf Douglas, das ist ja ein Traum hier, oder? Golf zu spielen. Erzählen Sie mir doch bitte mal, wie aus dem Landsitz Langenstein jetzt hier dieser wunderschöne Golfplatz geworden ist. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Über die Jahre ist diese Idee gereift, weil die Landwirtschaft war hier in dieser Gegend irgendwann mal nicht mehr so erfolgsversprechend. Und dann hat es eben einfach die Idee gegeben, von ein paar Freunden und von mir einen Golfplatz zu bauen. Was ist denn so für einen Golfer interessant? Also ich meine, ich finde es einfach wunderschön, aber warum kommen denn Golfer gerne her? Ja, Langenstein unterscheidet sich vielleicht von vielen anderen Golfplätzen dadurch, dass wir auf 110 Hektar den Golfplatz gebaut haben. Das heißt, sie haben eigentlich nie zwischen den Spielbahnen so eine Enge, dass sie sich gegenseitig irgendwie gefährden, sondern sie haben einfach herrlich Platz und können die Natur genießen und ihr Spiel dazu auf einem schwierigen Platz. Jetzt bin ich mal an der Reihe. Also schön den Schläger in die Hand nehmen, genau, darüber legen, so. Und jetzt an den Ball hingehen, genau. Jetzt einfach draufhauen. So, und zack, ja, super, ein Naturtrainer. Schloss Langenstein hat es wirklich in sich. Draußen der Golfplatz und drinnen das Narrenmuseum. Apropos Narren. Ihre Hochburg ist Stockach. Dort tagt stets zur närrischen Zeit das berühmte, grobgünstige Narrengericht. Das Stockacher Narrengericht geht doch auf diesen Kerl hier zurück, Herr Bosch. Ganz genau. Das ist unser Erznarr Hans Kroni. Und der war es, der am Vorabend der Schlacht am Moorgarten 1315 dem Erzherzog Leopold den Weisen Rat gegeben hat: Ihr ratet wohl, wie ihr in das Land Schwyz hineinkommen wollt, aber euer Keiner hat geraten, wie ihr wollt wieder herauskommen.
Und dieser weise Rat hat sich dann bewahrheitet. Die Habsburger wurden vernichtend geschlagen und der Erzherzog Albrecht, sein Bruder, hat ihm dann 1351 das Privileg erteilt, hier in seiner Heimatstadt ein Narrengericht abhalten zu dürfen. Herr Bosch, wir sind ja jetzt sozusagen im Zentrum der Macht hier im Narrenstüble. Was passiert denn hier genau? Ja, hier tagt das hohe, grobgünstige Narrengericht zu Stocken, das er alljährlich einen prominenten Politiker vor seine Schranken zieht. Was ist denn die Strafe? Die Strafe wird in Eimern Wein gefällt. Und zwar hat ein Eimer Wein 60 Liter, das ist ein altes vorderösterreichisches Maß. Und davon gibt es dann so zwischen einem und viereinhalb, was so das beste Mal war, alles. Je nachdem, wie sich der Beklagte eben verteidigt hat, gut oder schlecht. Tor zum Bodensee nennt sich dieses Stockacher Kunstwerk. Und wir haben Ihnen hoffentlich Lust gemacht auf diese wirklich tolle Gegend. Und was meinen Sie? Der Jägau ist schon eine Reise wert, oder? Wir sehen uns bei der nächsten Expedition in die Heimat wieder. Und ich gucke mich jetzt mal noch ein bisschen am See um.